sind wieder zu Besuch bei Yannick. Herzlich willkommen im Olymp. Mal wieder aufs Neue. Du bist jetzt mitten im... In der Offseason aktuell. Offseason. Seit ja, 8 Wochen ungefähr in der Offseason. Gewicht geht endlich hoch. Wir sind jetzt über 118 nüchtern angekommen. War ein steiniger Weg. Mussten viel dafür essen. Full Day of Eating gibt es bei mir auf dem Kanal auch. Müsste mittlerweile auch schon online sein. Also gerne mal reinschauen, was ich alles am Fressen bin, damit ich endlich zunehme. Ja. Das ist wie lange jetzt her seit deinem letzten Wettkampf? 4 Monate jetzt ungefähr, ne? Oder 3? Ne, 4. November, ne? Ja, Februar, ne? Ne, Dezember war der letzte, ja. Okay. 3 Monate sind das dann. Ja. Das heißt, du hast vor dem Aufbau was für eine Phase gehabt? Ich hatte davor noch mal kurz einen kleinen Rebound mitgenommen, 4-6 Wochen. Dann noch mal eine Detox-Phase, wo ich einfach ein bisschen Pause gebe, noch mal erhole, alles runterfahre, gesund werde. Und dann ging es jetzt in die Off-Season. Gestartet sind wir so knapp 908 Kilo. Und seitdem jetzt gute 10 Kilo drauf. Bis so 135 Kilo ist mal angefallen. Ach doch, 135 sogar? Ja, 135, 130 sowas. Ganz am Anfang war es mal 125. Die denke ich, werde ich bis Sommer haben. Wenn es so weitergeht wie jetzt, und dann doch gerne 130. Das, wenn ich dann quasi nächstes Jahr wieder starte, dass man auch direkt so ein paar Profis schlägt, nachdem man die Pro-Card hat. Da muss ja auch mal drauf, das Gewicht. Ja. Das heißt, dieses Jahr startest du nicht, sondern nächstes Jahr? Genau, nächstes Jahr wieder im Frühjahr, Sommer, so aus dem Endeffekt. Das heißt, da muss es so weit sein, dass du nicht nur die Pro-Qualifier-Wettkämpfe oder einen gewinnst, sondern auch direkt dann bei einer Pro-Show mitmachen kannst? Ja, Ziel ist quasi wirklich einen Pro-Qualifier, den dann auch direkt gewinnen, ohne viel drumherum. Und dann würde ich gerne noch so 2, 3 Pro-Shows mitnehmen und dann mal schauen, wo man da abschneidet. Auf jeden Fall nicht letzter Platz, das ist schon mal sicher. Also da soll schon der eine oder andere Profi hinter mir landen. Das ist das Ziel. Und Kevin sagt, ist realistisch. Ja. Wenn es mal so weiterläuft, wie es gerade läuft, ne? Das ist jetzt, muss man es halt durchziehen, Ernährung weiter durchziehen, trainieren, muss halt alles passen. Dann ist das machbar. Bei wie viele Carbs bist du aktuell? Ich bin bei 900 Gramm Carbs aktuell. 900? 900 Carbs, 500 Eiweiß, 80 Fett. Hast du schon mal so viel gehabt? Nee. Also sonst war ich immer maximal bei so 700 Gramm Carbs, 400 Gramm Eiweiß. Da ist nochmal deutlich was drauf, ja. Kriegst du das denn alles hin von der Zeit her, mit der Arbeit? Du musst es halt getimed haben, ne? Du frisst natürlich alle 2 Stunden konstant. Aber so vom Hungergefühl habe ich immer noch Hunger aktuell, was halt eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das ist krass. Also ich kann immer noch essen, das ist brutal. Also ist das noch nicht unangenehm jetzt? Das ist sogar noch relativ angenehm. Also Tage, wenn man so eine Mahlzeit vergisst, dann wird es halt brutal stressig, so. Dann musst du halt irgendwie diese andere Mahlzeit noch reinkriegen. Weil du halt wirklich so alle 2 Stunden von 9, 11, 1, 3, 5 essen kannst, dann ist es entspannt. Dann geht das easy rein. Das heißt aber auch, dass wir dann die nächsten Wochen, Monate noch mal höher gehen, eventuell. Ja, ich denke schon. Also aktuell nehme ich ja gut zu. Ich habe die ersten Wochen, wo wir so bei 4.000, 5.000 Kalorien waren, einfach nicht zugenommen. Form wurde besser, aber nichts kam drauf. Und seitdem wir noch mal diesen Step gemacht haben, habe ich jetzt in einer Woche knapp 4 Kilo draufgepackt, ohne fett zu werden. Und so kann es jetzt gerne weitergehen. Aber ich denke, wir gehen hoch noch mit den Kalorien später. Ja. So, wir bekommen gleich Besuch, ne? Ja, yep, genau, richtig. Von Noah, ihr trainiert danach, soweit ich weiß, Brust. Ja, Brust ist dran. Und nach dem Training zeigst du uns am besten nochmal einen Formcheck mit Pump. Mit Pump und 180 Kilo nüchtern, ja. Perfekt. Das ist immer noch so leichte Streifen, ne, den Quad. Ja, ich verliere dich auch nie. Ich brauche dickere Arme. Bisschen mehr Titten wieder. Drauf. Wenn ich da eine Meinung zu abgeben darf, würde ich sagen, gut, du hast jetzt erst angefangen, 2, 3 Wochen, ne? Ja. Ja, gut, weil die Form ist halt noch sehr gut, also der kann auch ruhig noch, die kann auch ruhig noch so ein bisschen, ja, die Form kann schlechter werden, hört sich behindert an, aber er kann ein bisschen fetter ruhig sein.
Ja, oben ist alles voll, ne? Schulter, Brust. Ja, ja gut, kann sein, aber Rücken ist auf jeden Fall stark und Schulter. Also ich sehe da keine Schwachstellen. So. Ich sehe das eigentlich eher wie bei mir und bei allen anderen, die so in unserem Baujahr sind. Wir müssen einfach überall draufpacken. So, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist schwach oder das ist dies. Ja. Alles top, ist alles da, wo es sein muss. Und ganz wichtig, das sieht auf Instagram, weil ich habe Yannick noch nie in echt gesehen. Also wir haben noch jetzt so richtig miteinander geredet und so. Das sieht in echt besser aus. Also das sieht in echt doppelt so gut aus. Ne? Und das ist immer, da gibt es immer zwei Paar Schuhe von Athleten. Entweder auf Instagram richtig gut und in echt scheiße oder umgekehrt. Oder halt gleich. Ja. Aber sieht schon geil aus. Also, da fühlt man sich schon ein bisschen Mensch Physik-like. Das war's dann soweit, ne? Das war's, ja. Gerne teilen, liken, folgen, abonnieren. Sehr gut.